Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Jetzt ist es 20 Jahre her. 20 Jahre ist es her, als bei uns zu Hause der Schreibtisch bunt wurde. Der Tupper-Mac ist bei uns zu Hause eingezogen. Der ICO Steve Jobs hat vor 20 Jahren seinen ersten iMac präsentiert und die Welt, meine Welt, seine Welt, die Apple-Welt, die Computerwelt, komplett revolutioniert. Sowas hatte man bis dahin noch nicht gesehen. Ein bunter Computer. Bisher waren Computer in meiner Jugend doch beige oder graue Kisten. Und da kommt einer daher, Steve Jobs in Verbindung mit seinem Chefdesigner Jonathan Ive, und schafft einen transparenten Rechner. Einen Rechner aus Kunststoff, den man reinschauen konnte. Das war Wahnsinn. Und er hatte ein buntes Design. Am Anfang war die Farbe Bondi, so eine Art Grünton. Ja, und es war eine Revolution. Es war eine echte Revolution. Ich wollte so ein Ding haben. Ich musste so ein Ding haben. Ja, und ich habe es mir gekauft. Ich habe mir im Grunde sehr viele iMacs gekauft. Die wurden dann immer bunter. Es gab dann verschiedene Farben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen alten Anstecker mal mitgebracht. Und der zeigt ganz gut die Farben. Ich mochte vor allem. Eigentlich mochte ich alle Farben, aber ich mochte vor allem den grünen, Quatsch, den roten sehr gerne, weil es war der iMac DV, das war quasi eine Multimedia-Maschine. Man konnte DVDs abspielen und es war Wahnsinn. Und wo ich mich sehr nett daran erinnere, meine Frau, als die mit dem ersten Kind schwanger war, hatte diesen iMac und hatte darauf gearbeitet, lag in ihrem Stuhl und nebenan auf einem anderen Stuhl stand der iMac und sie tippte und hatte das Ding immer im Auge. Es war zwar kein mobiler Rechner, aber es war ein All-in-One-Rechner. Und das war das Genial. Alles war drin. Man musste nur die Tastatur und die Maus anschließen und Stecker hinten rein in die Steckdose. Und das Ding lief. Es war ein iMac. Ob das i, das i für Internet stand, hat man nie geklärt. Aber es ist eine schöne Geschichte. Ich hatte alle iMacs durch den Laufe der Jahre und sehr, sehr gerne mochte ich den Lampen-iMac, den iMac als ja, Sonnenblumen-iMac hieß er auch, aus dem Jahre 2002. Ich war damals auch auf der Keynote in San Francisco und habe die Präsentation von Steve Jobs erlebt und war eigentlich sehr, sehr begeistert. Jobs selber war stocksauer, weil er war auf dem Cover vom Time Magazine und das Time Magazine wurde schon verkauft, während Steve Jobs seine Keynote hielt. Also das war eine Riesensünde, das geht natürlich überhaupt nicht. Stevie war grottenstinksauer. Ich durfte kurz zwei Sätze, drei Sätze mit ihm sprechen, aber war ein unangenehmer Kerl. Und ja, aber das Ding war ein Erfolg. Es geht das Gerücht um, hat man mir damals in San Francisco erzählt, als Steve Jobs und sein Chefdesigner Jonathan Ive durch den Garten von Steve Jobs marschiert sind, haben sie Sonnenblumen gesehen. Und das war die Inspiration für diesen Sonnenblumen-Mac, den schwenkbaren Mac, den man so hoch und runter legen kann von 2002. Ich habe ihn heute immer noch im Einsatz. Er steht da hinten, ihr seht ihn nicht. Es hängt ein Master Keyboard dran. Heute der letzte iMac, den wir haben, der ist hier hinten. Da spielt und arbeitet der Sohnemann drauf. Es läuft Windows, bäh, Windows, bäh, auf der Maschine. Und damit laufen einige Spiele von Steam, die der Sohnemann unbedingt spielen muss. Wie gesagt, ist halt so, den schwarzen iMac, den aktuellen, habe ich mir jetzt nicht mehr gekauft. Brauche ich im Moment auch nicht. Aber sonst hatte ich im Grunde jeden iMac dabei. Und ich erinnere mich noch, als der iMac auf der Keynote vorgestellt wurde, begann er mit Hello Again. Das ist jetzt nicht Howard Carpenteich oder wie er heißt, Carpendale mit Hello Again, sondern war im Grunde eine Anspielung an 1984, als der erste Macintosh, der erste Mac von Steve Jobs präsentiert wurde, der ja, wir wissen es, als Apple-Fan Hello sagte. Naja, all das ist Geschichte, 20 Jahre her. Ich habe auch noch was mitgebracht, nämlich einen Wecker, den ich damals neben meinem Bett hatte. Der war in dem Design des iMacs. Es war natürlich kein offizielles Apple-Produkt, das ist irgendein No-Name-Produkt aus China, was weiß ich, wo ich den her hatte. Aber den mochte ich sehr, sehr gerne. Der stand jahrelang neben meinem Bett und hat mich geweckt und hat auch schön vor sich hingepiept. Fand ich okay. Wie gesagt, heute würde ich vom iPhone geweckt. Das ist dann auch Geschichte. Ich habe im Keller noch ein riesiges Plakat gefunden
eben von Jam. Das war damals in den Geschäften ausgehängt, wo alle iMacs nebeneinander waren in bunt. Das musste ich unbedingt haben und habe es dann abgeschwatzt mit viel, viel Überredungskunst. Ja, 20 Jahre ist es her. Stevie ist Vergangenheit. Der iMac ist noch Gegenwart. Das ist einer der wenigen Computer von Apple, die weitergeführt werden im Namen. Während viele ja eher auf Halde liegen und sich das Unternehmen geändert hat, wird der iMac konsequent weitergeführt. Und ja, warten wir mal ab, was Apple weiterbringt. Auf jeden Fall Gratulation zu 20 Jahre iMac. Und ich bin mal gespannt, was eure Geschichte des iMacs ist. Also, macht's gut. Und bis dann. Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, like.